Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge auf unserem Kanal. Ich bin euer Dennis oder auch Bluefire, wie ihr gerne wollt. Kurze Info für die Dark Ride Challenge, die ich heute am 30.05. euch präsentieren möchte. Aktuell haben wir 10 Teilnehmer. Wir freuen uns wirklich super doll darüber. Die Teilnehmer habe ich auch kurz mal in der Liste zusammengefasst. Bei uns im Community-Tab könnt ihr das gerne mal einsehen. Leider ist heute auch der letzte Teilnahmeschluss für alle, die mitmachen wollen. Wenn jetzt noch jemand wirklich dazu stoßt, dann, wenn heute ist der letzte Tag, ja, alles was morgen passiert, ist zu spät. Nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich trotzdem, ob ihr jetzt mitmacht oder nicht, ist ja egal, aber die, die jetzt schon mitmachen, da freuen wir uns schon wirklich drauf. Und Wahnsinn, 10 Leute, also mit dieser Anzahl hätten wir niemals gerechnet. Im Hintergrund sehen wir auch nochmal einen kleinen Dark Ride, der ist von der Chrissy. Die Parktour gibt es bei uns auch auf dem Kanal, könnt ihr gerne finden, ist aber auch unten in der Videobeschreibung, habe ich den Park auch nochmal verlinkt. Die macht bei uns auch mit, ja. Beim letzten Mal Video von der Dark Ride Challenge habe ich ja so ein bisschen die Regeln noch erklärt. Da könnt ihr auch gerne reinschauen, falls euch noch irgendwas unklar ist. Aber solltet ihr Fragen haben während dieser Challenge, die ja vom 1.6. bis zum 30.9. geht, gerne im Discord kurz mal schreiben. Und für die, die es jetzt zum ersten Mal sehen, dieses Video tatsächlich, dann guckt euch gerne mal die anderen Challenge-Infos an, die ich schon rausgebracht habe. Dort findet ihr auch den Pokal oder guckt mal im Community-Tab oder folgt uns im Discord, ganz egal was. Und vor allem, wenn ihr diese Challenge nicht verpassen wollt, dann müsst ihr diesen Kanal auf jeden Fall abonnieren, so verpasst ihr auch gar kein Video. Jeder Abo ist kostenlos. Wir haben teilweise 1000 neue Zuschauer, die leider kein Abo dagelassen haben. Ja? Also wenn du derjenige bist, der noch kein Abo dagelassen hat, dann jetzt aber schnell auf den Abo-Knopf drücken. Uns könnt ihr damit weiterhelfen. Und für euch ist es komplett kostenlos, also das müsst ihr euch immer bedenken, also ihr braucht kein Geld dafür ausgeben. Mehr Infos habe ich jetzt tatsächlich nicht für diese Challenge, ich kann aber allerdings trotzdem kurz mal nochmal in Discord reingehen und die Teilnehmer benennen, die wir jetzt schon tatsächlich alle haben. Und zwar machen mit, der Benutzername macht mit, Druckluft Detlef macht mit, dann macht die Shinguin mit, Biertastic ist dabei, Anaxagoras, Random Planko macht auch mit, Sonic Ovo, von dem haben wir ja auch schon, also das sind von der Shinguin, vom Druckluft Detlef, vom Benutzername, der hat uns übrigens auch eine Parkbewerbung geschickt, vielen Dank dafür, Biertastic genauso, vielen Dank dafür, Anaxagoras, bin ich mir jetzt ein bisschen überfragt, ob wir da schon einen Park vorgestellt haben. Random Blanco haben wir auch schon einen Park vorgestellt. Sonic Ovo haben wir auch mehrere Parks schon vorgestellt. Der Benge, der hat tatsächlich bei der letzten Challenge auch schon mitgemacht. Da könnt ihr auch mal gerne reinschauen. Auch ein super tolles Gebiet gebaut. Auch sehr coole Challenge gewesen. Chrissy sehen wir hier im Hintergrund schon. Den Dark Ride, den sie da gemacht hat. So kann es aussehen natürlich. Ne? Und Felix, da haben wir jetzt noch keine Parktour gemacht, soweit ich mich entsinne. Aber wenn ich mich da vertue, dann bitte hier drunter kommentieren. Dann tut es mir natürlich leid, wenn ich das jetzt ein bisschen falsch interpretiert habe. Ansonsten gibt es jetzt am Sonntag, kommt die nächste Parktour, Temus Pier. Ein weiterer Freizeitpark vom Temo, dem sein erster fertiggestellter Freizeitpark, wie er gesagt. Und es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Park geworden. Und keine Angst, es werden keine 3 Stunden. Ja, Temo ist immer so ein Programm. Oh, da könnte eine lange Parktour werden. Nein, diesmal nicht. Nein, nein. Also diesmal hat er sich ein bisschen zurückgehalten. Ein bisschen weniger gebaut. Ich meine, auf dem Pier passt ja auch nicht so viel rein. Wobei, es sieht auf jeden Fall voll aus. Aber
könnt ihr euch ja am Sonntag gerne anschauen. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Feiertag. Genießt diesen Feiertag, wenn ihr habt, das verlängerte Wochenende. Und wir hören uns am Sonntag wieder. Macht's gut. Bis dahin. Ciao. Willkommen auf 7 Sands mit Mitaro, Rick und Bluefire. Achterbahnträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt hoch hinauf in Pläne, Coasters Magie. Drum abonniert uns.